Wenn Ingo Hempel so aussieht, dann ist für ihn die Welt in Ordnung. In seiner Drei-Zimmer-Wohnung in Riesa riecht es ziemlich oft, ziemlich streng, nach Leim, Verdünnung und Farbe. Der 41-Jährige ist Plastikmodellbauer aus Leidenschaft. Gerade entsteht unter seinen erstaunlich ruhigen Händen ein Mercedes 300 SL. Genauer gesagt, erst einmal der Innenraum, die Türverkleidung. Das ist die Türinnenverkleidung. Ich setze da jetzt diese 0,5 mm Nietenköpfe rein. Mit Pinzette und ganz viel Fingerspitzengefühl setzt Ingo Hempel die winzigen Nieten in die noch winzigeren Löcher. 15 Mal pro Tür. Das kann gern mal passieren, dass die Nieten im Nirvana verschwinden. Da sieht man nur noch an seiner Pinzettenspitze, wie sie wegspringt. Findet man sowieso nicht wieder. Seit 30 Jahren schon haben es ihm Bausätze angetan. Seit 1996 bastelt er im Verein, im PMC, dem Plastikmodellbauclub Riesa. Für sich, aber auch für Preise und Pokale. Denn im Grunde geht es darum, dem Original seiner Wahl maßstabsgerecht so nahe wie möglich zu kommen. Bis ins allerkleinste Detail. Das kann man mit Stunden so auf die Schnelle gar nicht sagen, aber da gehen definitiv ein paar Monate ins Land mit Arbeiten in allem drum und dran, bis dann wirklich ein fertiges Modell entstanden ist. Ne? Pro Modell sind es oft mehr als 100 Einzelteile. Viele Anbauten werden maßgefertigt, Kotflügel, Alufelgen, Sportsitze. Im richtigen Leben ist Ingo Hempel übrigens Krankenpfleger. Dazwischen gibt es Fische und Autos. Letztere sogar auch in der schönsten Zeit des Jahres. Denn auch im Urlaub muss auf das Basteln nicht verzichtet werden. Die letzten Jahre waren wir immer in Dänemark, 14 Tage lang. Und da geht vom 20-Kilo-Kompressor über den üblichen Bausatz bis hin zu Farben und Werkzeugen alles mit, was man da gebrauchen könnte. Und wenn andere ihr Ferienhaus nach einer schönen Aussicht oder sowas ausrichten, wir gucken dann immer nach Bildern, wo ein großer Esstisch zu sehen ist, damit wir auch genügend Platz haben, um unser Modellbauzeug da alles auszubreiten. Ne? In einer Woche geht's erstmal nach Siebenlehen zur größten Plastikmodellbaushow der neuen Bundesländer. Für Ingo Hempel ein Pflichttermin.